Hallo liebe Freunde, danke, dass Sie wieder dabei sind. Danke für das Einschalten. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute ist der 8. Juni 2024. Ich bin heute außerhalb der Stadt Irkutsk, man kann sagen auf dem Lande, in einem kleinen Dorf bei Vorort von Irkutsk, bei Schellichow. Ja, Entschuldigung, hier gibt es ja die Fliegen. Macht nichts. Und heute bin ich zu Gast bei meinem Freund Denis. Denis besitzt dieses Grundstück hier und heute möchten wir Ihnen über das Grundstück erzählen, was er hier gebaut hat und was er Ihnen anbieten möchte. Also, liebe Freunde, ich hoffe, Sie finden sein Angebot interessant und wir möchten Sie zu uns nach Irkutsk gerne einladen. Und Denis besitzt hier die Räumlichkeiten, ein paar Gästehäuser für die Gäste, die Deutsch können, also aus dem deutschsprachigen Raum, sind die Gäste hier herzlich eingeladen. Aber jetzt der Reihe nach. Denis erzählt jetzt und zeigt Ihnen, was er hier hat und was er Ihnen anbieten will. Also bleiben Sie bitte dran. Hallo Denis, kannst du dich bitte für meine Zuschauer vorstellen? Liebe Zuschauer, guten Tag. Ich heiße der Denis. Das ist meine jüngere Tochter Dasha. Wir leben hier in der Siedlung, den Namen Pionersk, in Schellichowsker Bezirk, Irkutsker Gebiet. Das ist unser Grundstück, auf dem ich mein Wohnhaus aufgebaut habe. Und auf meinem Grundstück möchte ich Ihnen heute zeigen, dass ich auch einige andere Anlagen eingebaut habe. Und zu denen gehören zwei Gasthäuser, ein Speiseraum, ein großes Gasthaus und eine Außentoilette. Okay, und hinter dir steht jetzt dein Familienhaus, wo du mit deiner Familie wohnst, übernachtest, ja? Ja, mein Familienhaus ist gut eingerichtet, auch mit Heizung, mit Wasserleitung. Und in diesem Wohnhaus leben wir das ganze Jahr. Alles klar, ja. Und jetzt gehen wir mit Denis zusammen durch das Grundstück und er zeigt Ihnen, liebe Zuschauer, seine Gasthäuser. Bleiben Sie bitte dran. Ja, bitte herzlich willkommen. Liebe Freunde, zuerst möchte ich ein kleines Gasthaus zeigen. Dieses kleine Gasthaus ist nur für die kurze Aufenthalte geeignet. Es geht darum, dass in diesem kleinen Gasthaus gibt es Heizung und gibt es Strom. Und für die Personen, und dieses kleine Gasthaus ist für 4 Personen geeignet. Und dazu gibt es auch eine Außentoilette, die ich Ihnen ein bisschen später zeige, gerade für diese Personen. Jetzt können wir hereingehen, um auch den inneren Raum anzuschauen. Liebe Freunde, im inneren Raum des kleinen Gasthauses sehen Sie 2 Sofas, gerade für 4 Personen. Im Inneren ist hier warm. Und wie ich Ihnen vorher gesagt habe, die Außentoilette ist draußen, die ich Ihnen ein bisschen später zeigen werde. Also hier gibt es auch keine Wasserleitung, keine Toilette, nur die Heizung und Strom, stimmt? Ja, das stimmt. Liebe Freunde, hier sehen Sie einen Speiseraum. Das ist ein sogenannter Treffpunkt für alle Gäste, die bei mir zu Gast sind. Und in diesem Speiseraum kann man Wasser, kann man trinken, kann man essen, kann man miteinander sprechen, kann man sich einfach gut erholen. Also dort gibt es die Kochmöglichkeit, man kann kochen, ja? Ja, hier kann man kochen, hier gibt es auch die Stromheizung, hier gibt es auch die Wasserleitung, aber die Wasserleitung nur in der bestimmten Periode ist günstig. Bis von April bis November. Also das heißt, das hat mit der Kälte zu tun. Dann muss man die Röhre vom Wasser befreien, ja? Ja, damit sie nicht platzen. Genau, ja? Ja. Damit sie nicht gefroren sind. Ja. Alles klar. Okay, jetzt gehen wir rein und schauen wir uns an, wie der Speiseraum eingerichtet ist. Also bleiben Sie bitte dran.
Liebe Freunde, wir sind jetzt drinnen im Speiseraum. Das ist gerade ein Treffpunkt für die Gäste. Hier sehen Sie einen Speisetisch. Ich kann auch Ihnen zeigen, wie hier die Wasserleitung eingerichtet ist und auch der russische Ofen. Und in diesem russischen Ofen kann man sowohl draußen als auch hier in diesem Ofen Schaschlik machen oder Fleisch braten. Ja, wie oft benutzt du diesen Ofen im Speiseraum? Also wir benutzen jedes Wochenende und auch feiert man hier in diesem Speiseraum viele Feste, die bei uns in unserem Land gefeiert werden. Alles klar, also die Gäste sind bei dir oft zu Besuch? Ja, jedes Wochenende. Alles genau. Klar. Liebe Freunde, jetzt stehen wir bei einem großen Gasthaus. In diesem großen Gasthaus ist alle Gemütlichkeiten schon eingerichtet. Die Stromheizung, die Wasserleitung, die Toilette ist alles drin. Und in diesem großen Haus sind wir bereit, die Gäste ab einem Monat zu unterbringen. Liebe Freunde, stehen wir hier bei der Toilette. Die Toilette im Inneren, der innere Raum der Toilette soll noch eingerichtet werden. Und die Toilette ist vorgesehen für alle Gäste, die in unserem Landhaus zu Besuch sind. Und insbesondere für die Gäste aus einem kleinen Gasthaus. Liebe Freunde, auf unserem Grundstück gibt es auch eine Feuerstelle. Und bei dieser Feuerstelle kann man abends Gespräche führen, sich unterhalten und einfach sich entspannen. Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Даша, мне 10 лет. Я живу в этом загородном доме вместе со своей семьей. У меня есть собака Майка. Она живет у нас уже 3 года. И мое любимое хобби – это занятие на лошадях. А где ты нашла свою, где вы нашли вашу собаку, встретили, расскажи. Мы нашли Майку в лесу, когда ездили на Байкал. Она вам сразу понравилась, да? Да. Хорошо, спасибо, Даша, за твой рассказ. Liebe Freunde, endlich haben Sie sich mit der ganzen Wohnanlage bekannt gemacht. Und herzlich willkommen. Wenn Sie in Irkutsk zu Besuch sind, dann können Sie sich melden und ich hole Sie mit dem Auto und bringe in diesem Gelände. Dieses Gelände befindet sich nicht weit von Irkutsk, ungefähr 30 Kilometer. Das ist nicht weit. Und ich freue mich immer sehr über die Gäste aus dem deutschsprachigen Raum. Also, liebe Freunde, danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Wenn Sie es ernst meinen und bei Irkutsk auf Dauer leben möchten, dann können Sie sich bei mir ruhig melden. Ich gebe Ihnen den Kontakt von Dennis und er kann Sie von Irkutsk abholen und hierher zu seinem Gelände mit dem Auto bringen. Wir haben mit Dennis zusammen an der Universität für Fremdsprachen studiert. Er kann gut Deutsch sprechen. Er kann Sie vor Ort sprachlich begleiten. Und ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns über die Gäste aus dem deutschsprachigen Raum. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute im Alltag. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.